Ich bin so ein schlechter YouTuber. So läuft's jetzt hier. Diese Menschen brauchen jetzt deine Nähe, damit sie spüren. Ich hab den Altarschemann mit. Die habe ich im Griff. Ja. The future is now. Hallo, geliebte Himmelskinder. Es gibt ganz viele Neuigkeiten von uns. Wir sind ja eigentlich zwei Pastorinnen, die jetzt länger in Auszeit waren. Und diese Auszeit neigt sich jetzt doch sehr deutlich dem Ende zu. In jeder Hinsicht. Ich sitze hier gerade in unserem neuen Pfarrhaus. Also das ist quasi die Dienstwohnung für Pastorinnen. Es sind noch ungefähr, ja, so 2 Wochen, bis dann das Kind wirklich mal auf die Welt kommen sollte. Also am liebsten morgen. Ich kann nämlich nicht mehr. Bis wir hier hingekommen sind, ist allerdings jede Menge passiert. Und wenn ihr zum Schluss unseren Garten seht, dann werdet ihr sehen, dass auch noch sehr, sehr viel passieren muss. Aber wartet's ab, wir fangen vorne an. Nachdem wir Anfang des Jahres auf Reisen waren, was ja schon schwangerschaftsbedingt kürzer geworden ist als geplant, haben wir uns ja auf Stellenbesuche begeben. Und bei dieser Stellensuche sind wir auf vieles gestoßen und wir sind auch von euch auf vieles gestoßen worden, weil ihr uns auch Tipps gegeben habt, wo quer durch Deutschland überall es eine freie Fahrstellen gibt und wo ihr euch freuen würdet, wenn wir denn hinkommen würden. Das war mega. Danke dafür. Auch, dass ihr uns da haben wolltet und euch das vorstellen konntet. Wir haben uns für Osnabrück-Eversburg entschieden und zu diesem ganzen Verfahren gehört dann eben ein Gottesdienst dazu. Der wird der Aufstellungsgottesdienst genannt. Oh, ich bin so nervös. Was machen wir denn hier, Elli? Einen ganz normalen Gottesdienst halten, wie er am Sonntagmorgen üblich ist. Und danach hat die Gemeinde 7 Tage Zeit, Einspruch einzulegen. Die können dann sagen, ey, die Radkes, die lästern Gott aber so richtig. mehr können sie nicht machen. Also es geht um theologische Fragen, richtig? Ja, also nicht um... Boah, Ellis Haarfarbe ist jetzt nicht so sexy. Und überhaupt hat die Lippenstift getragen, die ist raus. Ja. Und Steffis Schuhe quietschen. Also ich brauche neue Talarschuhe, wenn wir hier die Stelle kriegen. Das ist schon mal klar. Aber das ist das kleinste Problem, neue Schuhe zu kaufen. Genau, das Größere ist eher, dass wir seit einem Dreivierteljahr keinen Gottesdienst mehr gehalten haben. Und heute Morgen festgestellt haben, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wie es geht. Sonntag gibt nicht viel her, aber wir geben unser Bestes. Sind Sie aus unserer Gemeinde? Ja, klar. Aber sowas war doch so. Das hat sie gerade schon gesehen und hat es gleich wiedererkannt, gesagt, mein neues Haus. Hallo Familie. Hallo. Siehst du das? Katharine. Ach, oh, aus der großen Innenstadtgemeinde. Okay. Immer mal fremd. Das ist schön, Sie sind hier jederzeit willkommen. Danke. Ja, ich singe. Noch bin ich ja nicht da. Ja, aber fast. Ich muss noch nehmen. Ich bin immer ein Star. Aus Michaelis? Ja, sehr klar. Okay. Naja, hier ist ganz viel Nordwest. Sie müssen hier ein bisschen mehr mobilisieren. Okay, die Familie ist da. Clemi ist da. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also wenn Sie mich demnächst hoffentlich so begrüßen, reicht mir das. Aber für den Herrn, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kyrie eleison. Milliarde 976 Millionen 980.000 181. 98 Jahre. Die älteste Person aus St. Michaelis. 7 Milliarden 862 Millionen 180.000 497. Das ist meine Tochter, 2,5. Man gibt sein Geburtsdatum auf dem Weltbevölkerungsrechner ein und dann spuckt er eben eine 10-stellige Zahl aus. Und sagt ihnen damit, der wievielte Mensch sie auf dieser Erde sind. Die Zahlen hängen alle zusammen, aber hinter jeder Zahl, und deswegen ist die so wichtig, steckt eine Person. Jona ist von Gott geschickt, den Niniviten eine große Strafe Gottes anzukündigen. Überraschenderweise reagieren die Niniviten mit Reue und Buße. Gott beschloss daraufhin, die Stadt zu verschonen. Und Jona war darüber zutiefst verärgert. Er hatte sich so sehr darüber aufgeregt und war frustriert, weil Gott sich anders verhielt, als er es erwartet hatte. Wie konnte er denn gegenüber den Niniviten so nachsichtig sein?
So ein brutales Volk, voller Grausamkeit. Gott verhält sich anders, als Jona es will. Jona, diese eine Nummer, blickt hinunter auf 120.000 Nummern. Er will die anderen Zahlen ausgelöscht sehen, wie wegradiert. Aber was er nicht erkennt, diese Nummern hängen alle zusammen. Wenn sie 120.000 Osnabrücker wegradieren, dann ist Frau Siebels nicht mehr die 5-Milliardenste. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie vielte sie dann wäre, wenn die alle fehlen. Absolut jeder einzelne Mensch ist Teil der gesamten Weltbevölkerungsrechnung. Wir sind alle von derselben Hand auf diese Welt geschrieben worden. Nur Jona sieht es anders. Er ist gut, die da unten sind böse. Und Gott, der ist blöd, weil er das nicht erkennt. Nur, dass Gott all diese Zahlen in diese Welt geschrieben hat. Klar möchte er, dass wir Gutes tun mit dieser Zahl, dass wir sie gut fühlen. Aber jede Einzelne und jeder Einzelne von Ihnen, von diesen Zahlen, ist selbst verantwortlich, wie diese Biografie am Ende aussieht. Aber Gott, und es bleibt, hat diese Zahlen alle in diese Welt geschrieben. Bitte sei bei ihnen. Diese Menschen brauchen jetzt deine Nähe, damit sie spüren, ihr geliebten Kinder Gottes, geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und er behüte dich. Gott erhebe ihr Angesicht auf dich und lasse es scheinen. Gott schenke dir seinen Frieden. Amen. Pännchen. Oh. So, der Gottesdienst ist over. Es gab ein paar Pannen, die kleben ja jetzt hier mal ein. Tut mir voll leid, dass ich den Segen verhauen habe. Das ist okay. Ich habe den Altar in Brand gesetzt. Aber ich glaube, das macht uns ja eher sympathisch. Ja, oder? Ja, genau. Also wie viele PastorInnen kennt ihr da draußen, die schon mal so einen Altar in Brand gesetzt haben? Also wir würden keinen Einspruch einlegen. Nein, 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 nein. Und wenn die Gemeinde, die heute da war, es auch nicht macht, dann ziehen wir in ein paar Wochen da ein. Denn in die Fahrbutze. Hier liegt alles auf einem Gelände. Kirche, Pfarrhaus, Garage, Garten und Kita. Ich weiß gar nicht, warum wir ein Fahrrad haben. Es lohnt sich nicht mal, das rauszuholen. Es gibt wieder Lieferdienste. Ja. Aber ich freue mich tatsächlich, weil einfach war heute die Stimmung, die war wirklich schön, oder? Mhm. Also, und es waren so viele Menschen da, die einfach gesagt haben, so, sie müssen hierher kommen. Das ist so schön. Also ich glaube wirklich, diese Gemeinde war eine gute Wahl. Ja, und ich glaube auch, man kann hier noch viel so sein eigenes reinbringen. Ja, genau. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich auch. Gut. Jetzt müssen die uns noch wollen. Genau. Also wir warten ab. In 8 Tagen wissen wir mehr. 8 Tage später gab es dann von der Chefin dieser Gemeinde, der Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, die Nachricht, dass es gar keine Einsprüche gab. Und wenn es dann keine Einsprüche gibt, dann kann man diese Fahrstelle übertragen bekommen. Das ist passiert. Und nun ja, jetzt fehlte also nur noch eins. Wir müssen hier hinziehen. Der große Umzugstag. Ich muss das hier heute alleine rocken, weil die Elli nämlich... Wenn es dem Baby dafür gut geht, mache ich das natürlich gerne. Ja, und jedenfalls sind wir hier in unserer alten Butz. Ihr seht nochmal auf unserem grünen Sofa, allseits bekannt. Jetzt können gleich die MöbelpackerInnen kommen. Ich nehme an, da werden bestimmt nur Frauen dabei sein. Und die dürfen dann knechten. Das ist gut, dass das für uns gemacht wird, weil das könnte ich nicht mehr alleine. Das ist nämlich ein super enges Treppenhaus. Warte, das zeige ich euch mal. Kistenkoffer, mehr Kisten. Und dann ist hier das Treppenhaus. Also, ich möchte heute nicht umziehen. Da sitzt die Schwangere. Kriegst hier noch Frühstück, ja? Allerdings, dafür hat man Eltern. Okay, du bringst Fidi jetzt in die Kita? Ich glaube, ich muss auch los. Und in Kita! Du willst
unbedingt in die Kita, genau. Da wird gerade der Lift aufgebaut. Und hier seht ihr hinter mir die ganzen Umzugskisten. Ich versuche das jetzt ein bisschen für euch zu filmen. Ich muss ein bisschen leise sein, mir ist das unangenehm. Ich bin so ein schlechter YouTuber. Ich krieg's nicht hin, laut zu reden und zu filmen. Ihr könnt jetzt verstehen. Haut's mal in die Kommentare. Jetzt stehe ich hier so um die Ecke und schleiche mich heimlich vor. Ja, und jetzt fährt es so runter. Da ist jetzt gerade eine große Glasplatte drauf. Jetzt habe ich eine Ausrede, nämlich Fides. Die findet es nämlich total spannend. Dein Klettergerüst, Fidi. Mein Bett. Wir sind in einer neuen Bude angekommen. Ich gebe dir mal ganz schnell einen Einblick. Ihr werdet gleich noch mehr sehen. Die Umzugshelfer machen gerade Mittagspause. Wir haben Currywurst und Pommes gekauft, super geil. Ein Armenischer, ein Ukrainer und einer aus Kasachstan essen jetzt hier Schweinewurst. Aber wir haben vorher gefragt, ob es irgendwelche Schweinefleisch-Nichtesser gibt. Sie können das alle essen. Ein armenischer Christ ist eine der ältesten Kirchen. Guck mal, lernt ihr hier noch was? Ich bin völlig begeistert. Der macht meinen Umzug. Also das kann nur gut werden. Und es ist 18 Uhr. Wir sind in einer neuen Bude und sie ist riesig. Sie ist wirklich riesig. Sie ist mega riesig. Ich fühle mich wie in so einer Galerie, nur ohne Bilder, weil alles weiße Wände sind. Riesige Fenster. Selbst mein TV, er wird so klein. Dann haben wir noch natürlich einen Wintergarten, weil wir haben ja nur 300 Millionen Quadratmeter Garten. Also brauchen wir noch einen Wintergarten. Ich gehe jetzt jedenfalls Tiefkühlpizza essen, weil mehr gibt der Kühlschrank nicht her. Wir haben noch nicht mal ein Eisfach, komischerweise. Bevor die Pizzen so richtig labrig auftauen. Ich kann nicht mal mehr elanisch. Oh Gott. Okay, Clem, ich schneide einfach. Ciao, bis morgen. Nein, wir essen hier. So, jetzt sind wir also hier. In unseren großen Räumen. Die Umzugskisten sind natürlich alle schon ausgepackt, alles ist eingerichtet, liebevoll dekoriert und fertig gemacht. Selbst das Bild vom Flecken Einwurf steht noch verkehrt. Ist nichts drin, deswegen heißt es auch so. Angekommen zu sein bedeutet nicht fertig zu sein. Gerade für Steffi, ich bin ja schwangerschaftsbedingt durchaus noch ein bisschen in Schonung. Gerade für Steffi beginnt jetzt die Zeit, an Dingen zu arbeiten, von denen sie nie gedacht hätte, dass sie das als Pastorin machen muss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Gardinenstangen kaufen. Ja, wird auch nicht so schnell passieren. Hallo Nachbarn. Da die Frau nicht mehr sitzen kann, wir den Wagen aber auch nicht anders schieben, ist so jetzt, so läuft es jetzt hier. Wir sind nämlich beim Baumarkt, Fidi braucht noch Lampe und all sowas. Boah, du hast aber eine Murmel. Laut zu reden und zu filmen. So, wir kaufen Gardinenstangen. Willst du mal das kurz mit dem Gardinengeld erklären? Bei einem Umzug bekommt man den Umzug erstattet und eine Umzugspauschale, die hieß früher Gardinengeld. Also dachten wir, müssen wir von diesem Geld auf jeden Fall ja die Gardinen kaufen. Ja. Ganz richtig. Also liebe Landeskirche, wir kaufen Gardinen. Dank euch. Weiter geht's zum Auto. Ach so, ja, ihr könnt Fidi hier übrigens mit der viereckigen Oma sehen. Das sind mit die besten Omas. Ey, in so einem Baumarkt ist das für Kinder ja wohl sowas von langweilig. Ja, oder sie wollen alles anfassen, dann dürfen sie ja auch nicht. Ich schwitze mal wieder. Das Bild kennt ihr ja schon. Wir machen Gartenarbeit, Vorgartenarbeit. Und jetzt hat mein Schwiegervater gesagt, ich soll mal einen Spaten holen. Und dann habe ich das da gebracht. Und er meinte, Mann, Steffi, das ist eine Schippe. Mann, alles hat da vorne so eine Schaufel und eben so einen Stiel. Das sind Spaten. Ich werde das alles lernen, denn keine Ahnung, wie viel Quadratmeter mein Garten hat, aber es ist so die Hölle. Der Vorgarten habe ich fast besiegt. Bin schon ganz schön stolz. Wir sind jetzt 3 Stunden an nur diesem Beet. Und das alles ist der Garten. Na, hast du dich heute mal besonders schick gemacht? Ja, die Gartenarbeit mit Flippies, das soll ja erden. Da sind Wurzeln drin, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist hier nix. Die habe ich im Griff. Die habe ich im Griff. Die irgendwo ist eine krasse Wurzel. Hier, gucke. Hier. Siehst du die? Die kriege ich ja nicht raus. Hier.
Siehst du's? Ja. Aber Mammut Steffi kriegt es hin. Pass auf, da gibt's jetzt eine Säge und dann gibt's da einen Kragen. Oh Gott, säg dir bitte nicht in die Finger. Guck dir an, wie das hier geht. Okay, wir brauchen eine Pause. Okay. Wisst ihr, was so schlimm ist? Du bist überhaupt nicht vorbereitet auf diesen Beruf. Ja, Vikariat ist die Ausbildung für die Praxis, ey. Wer hat so einen Garten? Vikariat haben sie uns das nicht gesagt. Scheiße. Ich finde, ihr könnt euch einfach so ein paar Minuten mein Gesicht angucken. Es ist so schlimm. Ey, wer braucht denn so viel Garten? Was war früher los? Heute kann man sich Kartoffeln kaufen. Also ich mache ja immer Werbung, aber oh, liebe Landeskirche, liebe Kirchenkreise, das kann ja ernst sein. So ein Garten, so ein Vorgarten. Der Vorgarten ist größer als die Erde. So, guckt, ich bin noch ein Rico, ich bin gerade aufgewacht und bin hier runtergegangen. Wollte. Oh, ich sollte mal nicht dann noch einen Kaffee kochen. Aber dann gucke ich raus. Hier seht ihr die drei Bahnen, die ich schon gemäht habe. Dann hatte ich keinen Bock mehr, weil nach jeder Bahn musste ich zum Grünschnittcontainer und hatte ich keinen Bock drauf. Ich weiß, ich mache die Situation mit Warten nicht besser. Sei es drum, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Seht ihr das? Seht ihr da? Da, da, da. Oh Mann, wie macht man das? Man bräuchte so einen Laserpointer. Clemi, kreist diese Katze mal ein. Da ist eine Katze. Ich darf ja keine Haustiere mehr. Ellen mag das nicht. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen Futter hinstelle, dann habe ich eine Katze. Eichhörnchen habe ich auch schon gesehen. Eichhörnchen, eure Meinung. Eichhörnchen, ich liebe Eichhörnchen. Das sind wirklich meine Lieblingstiere, weil die so niedlich sind. Wirklich. Die beruhigen mich. Die könnte ich stundenlang angucken. Ich kann nichts stundenlang angucken. Aber Eichhörnchen, darf ich die anfüttern mit so Nüssen? Und was gebe ich denen? Und bringen die dann so eine Plage? Oder schaffen die noch mehr Marder, weil Marder die fressen? Oder fressen Marder dann meine Autokabel nur und Eichhörnchen auch? Sag doch mal, kann ich Eichhörnchen bedenkenlos anfüttern? Damit sind wir am Ende und ihr seid wieder auf dem neuesten. Wirklich am Ende mit diesem Garten. Und ihr seid wieder auf dem neuesten Stand, wo wir gerade leben, wie es aussieht und wie es weitergeht. Jetzt steht vor allem erstmal eins noch an, in diesen Räumen hier das Baby zur Welt zu bringen. Und das Baby ein bisschen kennenzulernen. Und deswegen machen wir auch eine kurze Sommerpause. Wir werden uns also hier auf dem Kanal im November wiedersehen. Bis dahin werden wir dann die Zeit zu viert, wir sind dann eine vierköpfige Familie, genießen. Und euch dann daran teilhaben lassen. Hier in der Gemeinde geht es dann so weiter, dass Steffi hier im Oktober schon einsteigt. Ich dann irgendwann nach dem Mutterschutz einsteige, je nachdem wann das Baby dann ja genau kommt. Und eingeführt werden wir dann am ersten Advent gemeinsam. Am ersten Advent beginnt also dann wirklich offiziell auch dienstlich alles neu. Das ist total romantisch, weil das Kirchenjahr beginnt irgendwie auch. Ja, ist total schön, haben wir richtig gut geplant, ne? Ich habe mir den Advent gewünscht, weil ich dann schon Lichter und Kerzen und Spekulatius habe. Genau, drückt uns die Daumen, dass alles gut geht. Und ansonsten gilt für heute für uns wie für euch das, was immer gilt. Bleibt behütet.